Sodele, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und heute driften wir mal in chinesische Gewässer ab. Und zwar haben wir im Maßstab 1 zu 35 diverse Waffensysteme bzw. zwei Waffensysteme der People Liberace Army of China. Und zwar unter der Nummer TACOM 2189 PLA, das ist das, was ich gerade gesagt habe, Navy. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da zeigen wir nämlich den hier. H-PJ4530mm Naval Gun. So sieht das Ganze aus. Genau, eine ganz normale Schiffskanone. Das Ganze hat insgesamt zwei Spritzlinge plus sieben separate Bauteile. Eingedrehtes Alurohr. Ätzteile sind dabei, acht Baustufen und zu einem Preis von 28,90 Euro. Ich sage mal oder wage mal so ein ganz bisschen zu behaupten, dass das relativ oder sehr stark Special Interest ist. Also ich bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen und habe gesagt, ich stehe morgens auf und sage mir, ja, so eine japanische oder eine chinesische Kanone vom Schiff in 35, das wäre es jetzt. Aber TACOM ist ja immer wieder gut für eine Überraschung und die beglücken uns tatsächlich mit solchen wirklich Exoten. Und da muss mir auch keiner sagen, wenn die mal in ihrer Hunderten von Bausätzen History mal 3, 4, 5 oder 10 Tiger rausbringen, dass sich da irgendwer beschwert, dass hier nur wieder der XT Tiger rausgebracht ist, weil TACOM wirklich einer der Hersteller ist, die überhaupt sich, ich sag mal, die Finger verbrennen könnten an solchen Exoten wie hier. Das Ganze soll bedingt beweglich sein, es hat ein gedrehtes Alurohr, es sind ein paar Ätzteile dabei, Farbangaben finden wir allerdings gar nicht. Da haben wir hier so ein Marineschiffsgrau. Da hat man sich wohl irgendwie anscheinend drauf geeignet. Das ist wohl das Beste. Relativ kleine Anleitung. Acht Baustufen ist jetzt ja auch nun, finde ich, wirklich viel. So, der Bausatz kommt so daher. Jede Menge Bauteile. Natürlich ist das bei euch noch so, dass ihr da die kleinen Tütchen noch mit habt. Und dann haben wir hier jede Menge separate einzelne Bauteile. Wie man sehen kann, die wollen wir mal im Einzelnen uns angucken. Die Detaillierung 1 zu 35, na, da wird das für das Schiff ein bisschen groß, deswegen beschränken wir uns hier auf einzelne Bauteile. Hier haben wir vom Produktionsprozess einzelne kleine Auswerfermarken, die müssten entfernt werden. Geht relativ einfach mit ein bisschen Schmügelpapier und dann sollte das Ganze schon weg sein. Hier haben wir eine kleine Beschädigung, als sie das aus der Form geholt haben. Na, eventuell verschwindet es unten, aber erwähnen sollte man das Ganze auf jeden Fall auch schon mal. Der Sockel, den haben wir hier, der ist relativ unspektakulär, bis darauf, dass wir hier auf diesem Sockelring auch wieder zwei kleine Produktionsrückstände haben. Ansonsten gestaltet sich das Bauteil so. Dann kommen wir mal zu einem Spritzling. Der ist hier. So, und jetzt kommt etwas. Ja, ich musste doch, man hört es ja schon ein bisschen darüber schmunzeln, weil guckt euch mal die Mündungsbremse an. Und die ist aus einem Bauteil, aus Kunststoff, in einem Guss. Und es ist hohl, es ist von allen Seiten eine Detaillierung. So, und wenn ich dann dran denke, dass TACOM uns ja diverse Male schon Mündungsbremsen im Maßstab 1 zu 35 von Fahrzeugen angedreht hat, so möchte ich das mal nennen, die wir wirklich zu Hunderten oder zu Tausenden verkauft haben und dann hier wirklich bei diesem absoluten Exoten für die chinesische Navy, da bekommen wir dann wirklich ein Zucker-Sahne-Stückchen. Da möchte ich doch mal sagen, meine lieben Freunde bei TACOM, ich hätte das gerne auch bei anderen Bausätzen, weil das ist nämlich richtig toll. Ne? Aus einem Stück gegossen, da muss man nur die Angüsse, muss man da vorsichtig entfernen, das muss man ein bisschen anschleifen und dann hat man da wirklich ein hervorragendes Bauteil. Ich zeige es gerne nochmal, auch weil mir das so viel Spaß macht, da kann man das schön sehen, ein bisschen mit der Kamera spielen, richtig toll gemacht. Eine Sache ist ganz wichtig, durch den Produktions, der Kunststoff wird ja nicht in eins, sondern das kommt manchmal so ein bisschen schubweise da rein und dann kann das mal sein, dass hier so ein kleines Teil abbricht. Das merkt ihr, wenn ihr das jetzt hier irgendwo abschneidet oder hier oder so, gar kein Problem, nehmt das mit der Pinzette hoch, macht ein bisschen Kleber ran, wartet bis das angezogen ist und erst dann macht ihr die andere Seite ab, dann bleibt das dann nämlich gleich dran, die Teile brechen immer ganz gerade ab, ein bisschen Kleber nehmen, dann das versäubern, draufpacken und dann sollte das kein Problem sein. Erspart auf jeden Fall eine ganze Menge Ärger, ja, kann aber immer wieder bei Herstellern, auch sogar bei Tamiya, vor. So, hier ist der zweite Spritzling und da haben wir dann ganz viel Anbauteile, ganz viel große Teile und auch hier wieder Nieten, Schrauben.
alles mit dabei. Man kann sogar hier die selbstsichernden Muttern erkennen. Also da wurde auch für jedes kleine Detail geachtet. Ist ja auch ein Kunststück, möchte ich mal sagen. So viele Details gibt es nicht. Und hier, da kommen dann diese Leitersprossen hinein, damit dann auch von allen Seiten eine Wartung, eine Fliege und dergleichen dann natürlich passieren kann. So, selbst hier haben wir eine Detaillierung, wie man sehen kann. Ich heb das mal so ein bisschen hoch. Und so sieht das Ganze von unten aus. Und auch hier, da diese kleinen Pins, da kommt das dann rein. Auch da eine schöne Detaillierung. So, und ein interessanter Aspekt für uns als Langnasen, für uns als Westler ist, es ist ja sonst hoch verboten, da kommt man ja gleich ins Staatsgefängnis und wird gefoltert und keine Ahnung und muss Vater und Mutter verraten, was weiß ich. Aber hier haben wir tatsächlich ein bisschen Industriespionage beziehungsweise ein bisschen von der chinesischen Armee. Wie gesagt, die halten sich sehr bedeckt, was Fotos und dergleichen angeht. Deswegen, vielleicht guckt ja unser Bundesministerium für Staatssicherheit mit, was der Chinese hier gleich so im Programm hat. Ja, war natürlich Spaß, aber interessant ist es halt, wie gesagt, wenn man nach China einreist, da wird man natürlich gescannt, gemacht, getan, alle Fingerabdrücke, Größe und so weiter und so fort. So, und hier haben wir gleich ein Stückchen Wehrtechnik zu sehen. Wie gesagt, es geht auch von Tankograd gab es mal Bildbänder. So, und das war gar nicht so einfach, hat mir mal der Verleger erzählt, dort Bilder tatsächlich zu bekommen, weil das halt so limitiert ist, wer da Bilder machen kann und wieso und überhaupt. Also das ist schon echt relativ interessant. So, dann bekommen wir sogar ein gedrehtes Alurohr mit dabei. Es ist kein normales Rohr dabei, das heißt also kein Kunststoffrohr. Ihr müsst das verwenden. Das ist relativ schwer. Ich mache es mal einfach hier in die Hand, damit man es sehen kann. Was ist dabei zu beachten, wenn man so ein Alurohr verwendet? Es ist, kann immer vorkommen, wenn man irgendwo gegenkommt, dass dann Farbe abplatzt. Ich empfehle, schleift das leicht an, macht eine Grundierung drauf und benutzt Sekundenkleber, um die Mündungsbremse und auch das eigentliche Bauteil am Träger festzumachen, dann habt ihr da eigentlich keine Probleme, weil Metallteile und Farbe und so, dadurch, dass wir meistens im Modellbau Acrylfarben verwenden, das sind halt nicht die guten Chemiefarben, wie man das früher hatte, da war das bei Revell oder bei Humbro oder so überhaupt kein Problem, das hat man, keine Ahnung, es hat auch den nächsten Atomkrieg tatsächlich überdauert, aber bei den Acrylfarben, eben weil diese Farben die dünner basiert sind, die sind auch wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, von der Gesundheitsbeeinträchtigung. Deswegen macht das schon absolut Sinn. So, wirklich nette Kanone und 1:35 ist jetzt auch gar nicht mal so klein. Vom Preis her ist das okay, ist so wirklich ein bisschen Special Interest. Aber ich habe euch natürlich noch etwas mitgebracht. Und zwar habe ich hier auch von der chinesischen Volksbefreiungsarmee Nummer HHQ-10 zu Phase to Air Missile. So sieht das Ganze aus. Genau, auch im Maßstab 1:35 und eine Nummer 21,90. Zwei Spritzlinge plus Ätzteile, 7 Baustufen, 16,95 €. Stand jetzt im Jahr des Jahres 2024 des Monats 10. So, da haben wir die Anleitung, kommt wieder in diesem kleinen Format daher. Die Zeiten werden härter, da müssen wir halt sparen. Dieser Bereich hier interessanterweise, da waren früher mal die Farbangaben, das war Armor of MIG, ist seit längerer Zeit leer. Finde ich persönlich ein bisschen schade, selbst wenn man die Farben von Armo nicht verwendet hat, wenn man die doof fand, man hat immer noch mal eine Orientierungshilfe gehabt, hat gesehen, keine Ahnung, Sky Gray oder irgend sowas und dann konnte man dementsprechend den Hersteller seiner Wahl dafür bemühen. Entfällt völlig, da müsste man jetzt mal gucken, welche Farben hat denn jetzt die chinesische Volksbefreiungsarmee bei den Navy-Sachen verwendet. So, da wollen wir natürlich auch mal einen Blick reinwerfen und hier habe ich ganz gewohnt wieder alles Kunststoff entfernt, all diese kleinen Plastiktüten, damit wir hier kein Geknister haben und gleich an die Objekte unserer Begierde herankommen. Anders als bei meinem letzten Video, da wäre nämlich sonst alles durcheinander geflogen bei dem Diorama-Set von ICM. Die haben da tatsächlich 4 oder 5 Bausätze reingelegt, das war nicht schon ziemlich gewaltig. So, und dadurch, dass ich da auch den Bausatzkarton ein bisschen bewege, hochhalte und dazu was erzähle, wäre das alles durcheinander gepurzelt und so konnte ich das, ich möchte es mal sagen, sortenrein dann euch dementsprechend präsentieren. Ja, schaut mal rein, guckt euch das mal an. Wir haben echt ein ganz interessantes Portfolio an Bausätzen. Das ist nicht nur meine Wenigkeit, sondern wir haben auch noch zwei andere Kollegen, die gerne mal was erzählen, die auch mal ein bisschen was Fachspezifisches für euch auf Lager haben.
Aber ja, meistens ist das doch meine Wenigkeit, die auch dann so Exoten vorstellen darf wie chinesische Navy. Und ja, ich weiß, was eine Surface-to-Air-Missile ist und was sie macht und wofür die da ist. Aber ansonsten ja, ist meine Kapazität, was die chinesische Navy angeht, doch sehr, sehr begrenzt. So, oder Thomas, wüsstest du jetzt über die chinesische Navy ganz viel? Oh ja, unbedingt. Siehst, ja, das nächste Video habt ihr gehört, das nächste Video macht dann Thomas, der kann euch was erzählen. So, Spaß beiseite. Wir wollen uns hier den letzten der beiden Spritzlinge angucken. Auch hier wieder eine sehr schöne Detaillierung. Und da muss man ja wirklich mal eine Lanze für Tarkom brechen, auch wenn ich manchmal so ein bisschen mickrig bin, wie vorhin mit der Mündungsbremse. Aber wenn ihr euch hier die Detaillierung und die Güte des Spritzens der Qualität anguckt, also das ist schon richtig gut. Und da habe ich auch all die Jahre, wir stellen das ja, seitdem wir den Kanal vorgestellt haben oder aufgemacht haben, haben wir eigentlich schon immer Tarkom-Modelle vorgestellt. Da war Tarkom immer wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und vor allen Dingen die Qualität ist stetig besser geworden, beziehungsweise auch die Quantität ist hier wirklich sehr gut. Und die Bausätze, da kommen wirklich super Exoten. Ihr seht das ja jetzt hier dran. Also wer hätte jemals gedacht, dass wir hier solche Bausätze dann im Maßstab 35, das ist ja nun der Hauptmaßstab, dann auch dementsprechend präsentieren können. So, ein kleiner Ätzteilbogen ist auch mit enthalten. Da lässt sich der Hersteller auch nicht lumpen. So, ich versuche das mal so ein bisschen hier darzustellen. Schönes, feines, kleines Gitter hier, was da hinterlegt ist. Und ich gehe bewusst ein bisschen nah ran, damit nämlich, ihr seht das hier, wenn da ein Lichtbogen vom Ring kommt, da sieht man denn leider nicht so viel. Also dementsprechend das ein bisschen in Szene setzen. Ja, dann sind wir auch schon durch. Zwei kleine, feine Bausätze, absolut etwas anderes. Und ja, warum denn nicht, wenn man mal keinen Bock hat auf den nächsten Tiger, dann hier dementsprechend mal so eine Rakete bauen. Und das Schöne ist ja, diese Rakete, die hier rausfliegt, ich zeige sie nochmal, die ist auch nochmal einzeln dargestellt. Die kann man also selber nochmal dementsprechend nachstellen. Vielleicht gerade beim Start einer Rakete, wie das hier das Silo verlässt oder so. Also der Möglichkeiten gibt es da natürlich ganz viele. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich konnte euch hoffentlich hier diese wahren Exoten auch vom anderen Ende der Welt ein bisschen näher bringen. Freue mich natürlich über ein Like, ein Abo. Nur so können wir wachsen und dem Chef natürlich sagen, ja, wir machen hier eine gute, schöne Arbeit und unterhalten die Leute ein bisschen, bieten Service. Dann wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, wir sehen uns, euer Christian.